Und das sind wir wieder, liebe Leute. Mittelerde, Mordors Schatten, kurz vor dem großen Auftrag, beziehungsweise vor dem einen Hauptauftrag. Und ich gehe einfach mal runter und hol mir mal den Auftrag. Der Sklaventreiber. Ein Sklaventreiber der Uruks hält einen gefangen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie den Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Annehmen. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Zusätzliches Ziel. Eliminiere die Schützen, bevor du angreifst. Hart gearbeitet. Die fleischigsten Sklaven, die dann holen wir uns erstmal den hier. Der hat uns ein Leben gefleht. So, dann schnell hier rüber. Der guckt gerade nicht. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten, das heißt, den verteilen wir erst noch schnell. Angriff von oben. Karagor reiten? Ja, ich mach mal Karagor reiten. Und hier wieder irgendwas? Ne, nichts Neues. Okay, wo sind die anderen zwei Schützen? Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Auf der anderen Seite. Wir gehen wahrscheinlich lieber wieder hier rüber. Mist, jetzt steht hier auch einer. Ich versuche mal komplett außen rum zu kommen. Ja, sieht bisher gut aus. Radlok hat den Tag getötet und ein ganzes Fass Glock für sich bekommen. Ich glaube, ich snipe den einfach mal runter hier. Wo ist der andere? Ah, da steht auch schön. Wunderbar. Was? Was war das? Egal. Egal, was es war. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Mist, der hat mich gesehen. Verdammt. Was hat denn der eigentlich für Stärken und Schwächen? Das gucke ich mir lieber nochmal an. So, mal gucken. Nein, Mist, ich habe keine Stärken und Schwächen von ihm. Aber er hat gerade mal Macht 3. Wir versuchen es mal mit dem Fernangriff. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Hat er mich jetzt gesehen oder kann ich nochmal stealthen? Ja, vielleicht. Mist. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. So, dann hauen wir mal wieder drauf. Und jetzt kommen noch 100 andere dazu. Das wird lustig. Machen wir mal so schnell wie möglich die anderen noch platt. Hey, da kann man sich rumwerfen einfach. Ich mach dich gleich platt, bevor ich deine Kollegen hier alle mache.
leid, wenn ich gerade nicht so redselig bin, aber ich muss mich konzentrieren. Auch gar nicht so leicht. Hier haben wir wieder boshafte Stimme ist auch episch, okay. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Ja, hört sich auch gut an. Du kannst deine Waffen mit Runen ausrüsten. Wähle deine Waffen mit LTRT aus. Ja, kennen wir ja schon, wie gesagt. Episch sogar, okay. Na gut, wenn ich mir mal eine Rune kaufe, dann wird wohl das die nächste sein, die ich anwende. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirkan. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Wow, 600 XP. Wunderbar. Und das zusätzliche Ziel auch noch erreicht. Ja, den Fotomodus, den kann ich euch auch später mal zeigen, klar. Was haben wir jetzt hier? Da hinten haben wir nochmal... Wo haben wir denn hier unsere Informationen? Hier oben vielleicht? Hier liegt ein Tode. Ne, was? Ja doch, hier ist ein Tisch. Ja, dann kletter halt erstmal auf den Tisch und guck mal die Informationen an. So, wir gucken mal nach. Ja, wir gehen mal zu dem. Ashgarn Blutaxt. Verunsichert wegen des nächsten Besuchs des schwarzen Hauptmanns, okay. Hat mehr Stärken wie Schwächen. Da müssen wir etwas vorsichtig sein. Okay, gut. Was machen wir denn als nächstes? Der Verfolger würde sich schon anbieten, auf jeden Fall. Weil das andere ist erst hier üben. Aber vorher holen wir doch noch schnell hier die 2 Teile da üben. Dann laufen wir eben mal etwas schneller. Psst, hast nichts gesehen. Danke. So, haben wir wieder 5 Sklaven befreit und vielleicht 100 XP bekommen. Sehr schön. Gut, also wie gesagt, wir gucken nach Pfeifenkraut, damit wir die Aufgabe endlich mal abschließen können. Was macht denn der? Schreit da rum. So, was haben wir hier? Ein Ithilien. Das ist doch bestimmt wieder da innen drin, oder? Wow, der kommt einfach runtergejumpt. So, dann hüpfen wir mal hoch, wenn die anderen runterspringen. Ah, sehr agil, der Herr hier. Hallo. Sehr gut.
So, dann schauen wir mal, wo das Ithildien ist. Ah, wieder hier drin, ja. Ist aber auch sehr gut versteckt hier alles. Nanichir, Gelaia Mordor. Inautir Edil, okay. Wunderbar. Ging doch sehr schnell, habe ich nicht gedacht. Oh, da vorne ist aber wieder viel los. Oh, da hinten kommt man gar nicht raus. Mist. Gut, dann geht's wieder raus. Hast gehört, wer den Grabwandler tötet, wirst sofort zum Häuptling befördert. Hast du das gehört? Ja, das ist aber schön für dich. Wirst du nur niemals schaffen. Ich sehe hier vorne eine Reihe XP laufen. Die muss ich mitnehmen. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Nee, da! Ich die Sklaven an der Grube. Nein, ich hab nichts gesehen. Ein paar Artefakte hätten vielleicht mehr gebracht, wenn sich die Karagor nicht an meinen Bleichhäuten zu schaffen gemacht hätten. Moment! Ich... Das sind etwas viele, ich laufe mal lieber. So war das nicht geplant. Nein, nein. Wow, Axt im Rücken. Okay, ich glaube, sie haben mich nicht gesehen hier. Aber sie suchen noch nach mir. Okay. Ich gedacht, dass sie so nah sind, Mann. So ein Mist. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Ja, finde ich auch. Ach, das wäre so eine schöne Reihe XP gewesen, ne? Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht mehr aus als der Alte. So, hier. Sie werden sehen, wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht stürzt. Der nächste. Klappt auch ganz gut. Okay, und weiter geht's. Aber das muss wehtun. Also wir haben unsere Reihe XP dann doch noch bekommen. Hat zwar etwas gedauert, aber doch noch geklappt. Hier haben wir gleich noch drei, die noch warten. Ja, sehr schön. Seht ihr? Nein, nicht mehr rennen. Nein, sei lieb. Aua. Das sieht auch sehr schön aus, also grafikmäßig ist es doch ein richtig Top-Spiel. Ich habe wieder einen Fertigkeitspunkt, den ich diesmal auf Heldengleiches Geschick legen werde. Und den nächsten dann natürlich, soweit ich kann. Oh, hier, Elbengeschosse. Das nehmen wir auch mit. Ja, am liebsten, komm, ich nehme noch den Dolchrunenplatz mit, egal. Kann ich wenigstens gleich noch den Dolch verbessern. Ups, hier rausgetappt. Und da haben wir die zweite Rune auf unseren Dolch. Was machen wir denn mal? Aufzehrung, Brandmarkung? Ja, ich mach mal boshafte Stimme, weil der auch episch ist. Ne? Die Macht eines Hauptmanns entscheidet über die Stufe der Rune, die er fallen lässt. Wenn du einen Hauptmann tötest, indem du seine Anfälligkeit ausnutzt, wirst du stets eine bestimmte Art von Rune erhalten. Okay. Ach, wenn ich die... Ach, das ist ja cool. Ja, ich dolch die ja meistens alle. Das heißt, ich krieg haufenweise für meinen Dolch. Dann werde ich doch mal mit einem Schwert oder so rangehen. Mal gucken. Was war das? Das möchte ich aber gerne wissen. Hier haben wir die Mordheilfliege.
Boah, jetzt brennen sie sich selber an. Das sind einfach Helden. Die Bestie, die ich jage, ist in der Nähe? Da oben. Ja, hier können wir schnell noch auf Bestienjagd gehen. Aber hier ist der Turm. Dann gehen wir doch mal schnell den Turm hoch. Den können wir auch noch freischalten, schnell mal. Bam, bam. Klettern kann er auch sehr gut, der Herr. Und wir drücken erneuern. Bam. Hier mal schnell weiter freigeschalten. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Okay. Gut, hier hüben wir noch das Ethyltin. Nein, das ist wieder ein neues, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, wir waren doch hier oben. Dann gehen wir halt noch schnell hier hoch. Wir wollen ja nicht zu viel. Obwohl, nee, das ist ja gleich hier hüben. Wo ist es denn? Ich wusste doch, dass es hier dran hängt. Nehmen wir das mit. Nunamnin. Okay, es wird langsam voller, das Tor. Und jetzt gehen wir doch hier hoch. Nein, nein. Ganz ruhig. Du hast nichts gesehen. Achso, die komischen Fliegdinger, die wir da ja runterholen müssen. Gehört den Norm seine Horde wilder Ghoul unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling dort anschließen. So, wo ist denn jetzt hier der? Da ist er, ja. Der guckt uns so schön an. Jetzt nicht mehr. So, jetzt hier Flug, da drüben sind sie doch. Flugbestien. Ja, sehr schön. Wenn ich diese kleine Ratte sehe, bringe ich sie selbst zur Strecke. So, getroffen. Ich brauche noch 3 Stück. Hier unten sind auch noch ein paar Pfeile. Oder hier hüben? Da hüben sind noch ein paar Pfeile. Ich stelle mich trotzdem mal etwas safe, nicht dass der mich sieht. Okay. Ja, ich nehme auch wieder mal mit hier, dankeschön. Aber nur noch 4 Schuss für, weiß gar nicht, 3 Stück. Das wird klappen. Okay. Mein Fokus ist wieder voll. Okay, und das nächste? Mist. Ich brauche noch ein paar Pfeile. Hier unten hat man doch noch. Müssen wir mal ein bisschen Aufzehrung machen. Und noch einmal. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder volle Pfeile. Und auch vollen Fokus wieder. Das heißt, ich werde auch die 2 noch hinkriegen, oder? Der letzte Gefangene. Oh, Nummer 1 und. Was? Ich glaube, der ist zu weit weg. Ach, hier haben wir noch einen daneben. Oh, der ist zu schnell. Ich warte auf meinen Fokus, Moment. So. Die beste Belohnung für einen Gefangenen ist es, nach harter Arbeit auf dem Spieß über dem Feuer gebraten zu werden, um uns vor der Schlacht zu machen. Hier treibt sich ein Mörder herum. Oh, jetzt haben wir unseren Fokus wieder. Ah, das ist zu weit weg. Also das mit den Zielen muss ich noch üben, mit den... Pet, kann ich das irgendwie noch nicht so richtig? Ja, haut mich einfach. Ne? So, Hinrichtung mal schnell machen.
jetzt schnappen wir uns den hier und zehren ihn auf. Sehr gut. So, dann holen wir uns jetzt endlich das letzte Kacktier, das ich immer noch nicht getroffen habe. Da haben wir doch eins. Ja, wird auch Zeit. Gut, dann gehen wir noch schnell hier rüber. Das war das elbengleiche Geschick, man wird dadurch sehr, sehr schnell. So, hier sollte es irgendwo sein. Ah ja, hier. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Halten. Ein Dietrich, okay. Herr, die Lage ist äußerst verworren. Was ist daran verworren? Ich sehe Gefangene entkommen und zum Tor rennen, das entweder durch Hexerei oder Sabotage aufgerissen wurde. Bogenschützen, Feuer einstellen! Herr? Wir verschwenden nur wertvolle Pfeile für diese Menschen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Sie sind verdammt und interessieren mich nicht mehr. Mordor kann sich das ganze Pack später holen. Schick meinen Dank an den Hauptmann des Tores. Ich schätze, er hat mir die Schlüssel als eine Art Scherz geschickt. Okay, da sind wohl welche geflohen. Also Ausschau und sei bereit, Alarm zu schlagen. Der letzte Ort, an dem wir sein möchten, ist der Ort, an dem wir zu bleiben verdammt sind. Die Ausgestoßenen flüchteten aus Gondor dorthin. Wenn wir. Da hole ich mir noch schnell die Info. Und ich nehme mal den Gordorf Karagor Zähmer, okay. Und dann auf Wiedersehen. Und er wäre noch von Bolzen durchbohrt, bevor er überhaupt wieder Richtung Erde segelt. Hast du einen dabei? Dann könnt mir es ausprobieren. Die Sprüche von den Orks. Wahrscheinlich das Beste an dem Spiel. Okay. Na gut, liebe Leute. Haben wir doch schon wieder Zeit rumgekriegt, ne? Leider muss ich sagen, es macht sehr viel Spaß. Aber wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Ja, da haben wir uns heute nochmal den Häuptling geschnappt. Ach nee, Hauptmann. Häuptling gibt's ja noch gar nicht. Und ja, dann haben wir eine XP-Reihe eingesammelt. Naja, war nicht gerade schwer, so 10 Mann in der Reihe hintereinander wegzumachen. Aber hat wieder Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao.